Zunächst zu den ersten von Ihnen genannten Werten. Die Familie war in Russland immer ein Wert. Die Familie hatte eine große Bedeutung in der Sowjetunion. Und es konnte auch gar nicht anders sein. Aber es ist eine Tatsache, dass die Rechtspopulisten in Europa erbitterte Gegner der Sowjetunion sind. Wie können also diese Rechtspopulisten unsere Verbündeten sein? Ich möchte, dass wir uns auf dem Feld der Außenpolitik und bei unserer strategischen Planung auf wichtigere Fragen stützen als die Familie. Die Familie gibt es in jedem Land. Und über die Bedeutung der Familie, Verbündete im Ausland zu suchen, ergibt keinen Sinn. Das betrifft auch die Position der Rechtspopulisten zu Fragen der LGBT. Lassen Sie uns diese Frage aus der Außenpolitik heraushalten. Bei welchen Fragen gehen unsere Positionen mit denen der europäischen Rechtspopulisten völlig auseinander? Lassen Sie uns darüber sprechen. Eine nationalistische Politik in Russland ist ein Instrument zur schnellsten und schmerzlichsten Vernichtung unseres Landes. Wir haben gesehen, wie der Nationalismus der ehemaligen Sowjetrepubliken und der Nationalismus, der in Russland Ende der 1990er Jahre begann, einen großen Vielvölkerstaat, die Sowjetunion, zerstört haben. Wir haben gesehen, welche blutige Rolle der Nationalismus in Jugoslawien spielte. Der Zerfall von Jugoslawien lief nach dem schlimmsten und blutigsten Drehbuch. Wenn man heute die multinationale Russische Föderation zerstören will, in der die wichtigsten Religionen vertreten sind, ist es das beste Mittel, den Nationalismus und den Streit zwischen den Religionen zu nutzen. Die Islamophobie, welche die europäischen Rechtspopulisten häufig benutzen, können wir unter keinen Umständen akzeptieren. In Russland leben mehr als 20 Millionen Moslems. Wir haben über Jahrhunderte gemeinsam gelebt und uns in einem Staat gemeinsam entwickelt. Und zweifellos, wenn sich in Russland einzelne Leute, die die Karte des Nationalismus wie in Europa ausspielen wollen, doch das wird für Russland sehr gefährlich sein. Fragen finden sich außerhalb und innerhalb Russlands Leute, welche die Karte der Islamophobie des russischen Nationalismus ausspielen wollen, um den modernen russischen Staat zu zerstören.